Sehr geehrte Damen und Herren, werte Zuseher des BZÖ-Kanals, wir stehen hier vom Landesgericht Klagenfurt. Wir schreiben den 8.06.2021. Wir sind nun seit über einem Jahr unter schwersten Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Niemand hätte sich vor eineinhalb Jahren gedacht, dass es so weit kommen könnte. Nun erleben wir massivste Eingriffe des Staates in die Freiheitsrechte des Menschen. Wir erleben, dass Kinder unter Testzwang zur Schule gebracht werden. Wir erleben, wie alte Menschen weggesperrt werden, ihre Verwandten nicht mehr sehen dürfen, alleine dahin vegetieren in ihren Altenheimen. Und nun erleben wir auch diesen schwachsinnigen Maskenzwang und diese 2 Meter Abstandsregel. Und viele Menschen sagen sich, jetzt ist es genug, ich wehre mich dagegen und wollen diesen Unsinn sich nicht mehr gefallen lassen. Vor allem, weil er auch medizinisch in keiner Weise begründbar ist. Nun gibt es einen Mann, der sich sehr mutig gegen diese Maßnahmen gestellt hat. Er hat bereits im Spital Aktionen durchgeführt. Er nennt sie Licht der Erleuchtung, um den Menschen aufzuzeigen, unter welchen willkürlichen Maßnahmen wir zu leiden haben. Dieser Mann, er heißt Gerhard Horst Kessler, ist Baujahr 51 und hat sich gegen die Maskenpflicht gewehrt. Er hat einige Schwierigkeiten bekommen von der Polizei und ist heute hier zu einer Verhandlung geladen, wo ihm einige Dinge vorgeworfen werden, die ja so Hanebüchen sind. Ihm wird vorgeworfen Widerstand gegen die Staatsgewalt, schwere Körperverletzung. Ein Mann, der 70 Jahre alt ist, eine Prothese hat, eine Fußprothese, wird also vorgeführt, weil er sich diese Maßnahmen nicht mehr gefallen lassen will. Das sind Zustände, die es aufzuzeigen gilt. Und wir wollen jetzt mit Herrn Kessler ein Interview führen darüber, wie er es sieht, wie es zu dieser Anklage gekommen ist und wie er sich vorbereitet hat, um diesem Unsinn zu entgehen. Sehr geehrter Herr Kessler, Sie sind nun hier in Klagenfurt und haben heute Ihre Hauptverhandlung als Angeklagter. Vielleicht erzählen Sie uns ein bisschen die Vorgeschichte. Wie ist es dazu gekommen? Was war der Grund, dass Sie hier angeklagt werden? Ja, grüß Gott. Das war im letzten Jahr im Oktober, nachdem der Verfassungsgerichtshof sämtliche Verordnungen aus der Vergangenheit und für die Zukunft aufgehoben hatte, wegen Gesetzwidrigkeit. Aufgrund dessen haben ehemalige Arbeitskollegen und ich haben wir uns unterhalten darüber dem Vermerk, es möchte doch bitte einmal den in der Regierung in Wien ein Licht aufgehen. Nicht? Und die Panzerknackerbande, die hört das Licht nicht oder sieht das Licht nicht. Und dann kam dann der Einwurf, ja nicht nur reden, sondern auch tun. Ja. Hoffentlich kommen genug Leute mit viel Licht, damit viel Licht nach Wien scheinen möge. Und da kamen auch Ihren Aussagen doch einige Leute im Spital zusammen. In der ersten Woche waren das 19 Leute, die das Licht der Erleuchtung spazieren tragen wollten. In der zweiten Woche waren es dann 18, dann in der zweiten Woche 19 und dann in der dritten Woche waren es 38, wo wir uns samstags am Brunnen getroffen haben. Und in der vierten Woche ist es so kontinuierlich immer mehr geworden, mhm, ne? Bis zuletzt 160. Und was war der Grund, dass sich die Exekutive jetzt an diesen Märschen fürs Licht der Erleuchtung gestoßen hat? Was war der Grund für die Anklage? Das war einfach nur, weil wir uns generell weigern, weil wir gesund sind, hier einen Bakterienfetzen, sage ich, oder eine FFP2-Maske zu tragen, nicht? Weil wir sind gesund und brauchen nicht unbedingt unsere Gesundheit zu schädigen. Ja. Nun lese ich aber in der Anklageschrift, dass doch 4 Paragraphen zur Anwendung kommen sollen. Der eine ist der Paragraph 269, Widerstand gegen die Staatsgewalt. Das zweite ist Paragraph 15, Strafbarkeit des Versuches. Und dann noch Paragraph 83 mit Körperverletzung und Paragraph 84 des Strafgesetzbuches mit schwerer Körperverletzung. Was haben Sie getan, Herr Kessler, dass diese doch massiven Anschuldigungen zustande gekommen sind? Es war ja generell bekannt, dass wir mit dem Licht der Erleuchtung spazieren gegangen sind. Hat auch hier Dr. Roman Schreiber ein Essay drüber geschrieben gehabt, nicht, was dann veröffentlicht wurde. Und dann kam Alexander Ehrlich einmal, um das aufzuzeichnen, mit dem Licht der Erleuchtung spazieren zu gehen ins Spital an der Drau. Und hat dann einen Videostream gemacht mit anschließenden hier Interviews.
Ne? Und dann ist es natürlich viral gegangen und die Polizei als solches hat natürlich diese Bewegung, war ja eigentlich einfach nur ein Spaziergang, ne? Hat die Polizei denn immer dahingehend genutzt, dass sie die Bürger massiv eingeschüchtert und Angst eingejagt haben. Ja. Ne? Und so kam das dann, das ist eins nach dem anderen aufgeschaukelt, dass ich dann auch von der Polizei mehr oder weniger gejagt wurde. Okay. Ne? Hat zum Beispiel ein Polizeibeamter eine Anzeige geschrieben, ich hätte, zitiere wörtlich, in 30 bis 50 Zentimeter Abstand mich mit jemandem unterhalten, ohne Maske zu tragen und ohne den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand zu halten, was natürlich lächerlich ist. Ein DIN A4-Blatt hat 29,8 Zentimeter. Dann müsste ich dem ja am Ohr geknabbert haben oder auf dem Schoß gesessen haben. Nicht? Das ist also, und so hat sich das immer weiter aufgeschaukelt, bis mir der Polizeibeamte bei der Trafik in Seebohnen aufgelauert hat. Nicht? Mich natürlich ohne Maske selbstverständlich reingehen sehen in die Trafik und dann mir draußen aufgelauert hat und da bin ich rausgekommen, ganz normal aus der Trafik und habe dann hier den Weg zu meinem Fahrzeug beschritten und dann rief der Polizeibeamte mir hinterher, und wo ist das Attest? Mhm. Nicht? Weil ich natürlich ein Gegner dieser ganzen Maßnahmen bin, habe ich dann gesagt, der Wahrheit ehre, ich habe mir gesagt, das geht dich in Scheißdreck an. Seit wann braucht man ein Attest, dass man in die Trafik geht? Mhm. Also Ihr Vorwurf lautet gegenüber der Polizei, dass sie unverhältnismäßig hart vorgegangen ist gegen die Teilnehmer dieses Rundganges im Spital und dass sie auch Ihnen persönlich aufgesessen ist, weil Sie offenbar der Führer, Anführer dieser Gruppe sind. Das haben Sie behauptet und von der Sicherheitspolizei, ich will den Namen jetzt nicht nennen, nicht? Er hat mich dann aufgefordert, dass ich eine Versammlung anzumelden hätte und dann hat man mich angezeigt viermal, weil ich eine Versammlung nicht angemeldet hätte. So, und das ist ein offizieller Verstoß gegen gültige Gesetze, nämlich gegen das Versammlungsgesetz. Nicht? Demnach ist es nur österreichischen Staatsbürgern gestattet, eine Versammlung anzumelden und durchzuführen. Und Ausländer sind davon ausgenommen. Die dürfen gar keine Versammlung anmelden. Habe ich Bescheid gesagt, dass das eine Aufforderung zu einer Straftat wäre, gegen gültige Gesetze zu verstoßen. Und die Richterin heute ist die Frau Ute Lambauer. Sie haben bereits erzählt, dass Sie einiges über Sie recherchiert haben. Ja, der Name ist mir geläufig durch einige politische Verhandlungen in der Vergangenheit. Ich will nur einige Namen nennen. Uwe Scheuch, Gerhard Köfer, Ex-Landeshauptmann Dörfer. Nicht? Das sind alles welche, die bei Frau Ute Lambauer als Vorsitzende vor Gericht erscheinen mussten. Wir wollten ja eine Drehgenehmigung bekommen für den Gerichtssaal, haben sie nicht bekommen. Wir wollten noch mit Ute Lambauer darüber sprechen, was Sie jetzt gesagt haben und ob das wirklich so großer Zufall sein kann, dass immer die gleiche Richterin zu solchen Prozessen kommt. Und Ihr Prozess passt ja auch recht gut dazu. Ein Mann, der sich für die Freiheit einsetzt, für die Freiheit kämpft und nun vor der Richterin Ute Lambauer landet. Wie wird nun Ihr Eintreten in den Gerichtssaal sein, beziehungsweise ins Landesgericht. Werden Sie eine Maske aufsetzen? Natürlich werde ich keine Maske aufsetzen, weil ich bin gesund, bin nicht krank, nicht? Und ich schränke nicht meine Gesundheit einfach ein, dass ich meine Gesundheit gefährde, indem ich meinem Gehirn nicht ausreichend Sauerstoff zur Verfügung stelle. Gut, Herr Kessler, danke für diesen Vorabbericht und wir werden hier warten. Wir dürfen nicht mit unserer Kamera in den Gerichtssaal und sind schon gespannt auf den Ausgang. Sie werden uns das dann genau erzählen. Danke sehr. Es kann eigentlich ja nur mit einem Freispruch enden, dann hieß es ja kein Verwaltungsgericht, sondern es ist ein Landesgericht mit Einzelrichter. Und ich bin gespannt, wie das heute ausgeht. Beim letzten Mal hat die Richterin ja das Verfahren gegen mich eröffnet, ohne dass ich als in Anführungszeichen Angeklagter anwesend war, hatte denn einen Zeugen vernommen. Mal gespannt, wie es heute ausgeht, ob heute alles nach Fug und Recht geht. Ja, alles Gute. Ja, danke schön. Also die Überraschung ist perfekt. Der Herr Kessler ist mit mutigem Schritt ins Gerichtsgebäude gegangen, hat die Haftungserklärung vorgehalten zur Unterschrift und der Security-Beamte oder Bedienstete wollte offenbar keinen großen Stress mit dem Herrn Kessler verursachen und er ist drinnen. Also das ist der Mut, den Herr Kessler immer wieder vorzeigt und der sich auch in diesen Zeiten bewährt macht.
So, Herr Kessler, wir sind nun aus dem Gerichtssaal heraus und Sie haben die erste Hürde genommen, indem Sie ohne Maske in den Gerichtssaal gekommen sind. Zeigen Sie uns ganz kurz, was Sie da gemacht haben. Nein, ich durfte nicht ohne Maske den Gerichtssaal betreten, sondern habe mich dazu gezwungen, mich, meine Gesundheit zu gefährden, schon beim Betreten des Gerichtes eine Maske aufzusetzen. Dann wurden sämtliche Taschen von mir, alles wurde schlimmer durchsucht und kontrolliert wie bei einem Schwerverbrecher. Jede einzelne Tasche wurde durchsucht, die Jacke und alles. Also man kommt sich vor wie ein Schwerverbrecher, obwohl ich ein unbescholtener Bürger bin. Sie haben ja 4 Anklagepunkte aufgebrummt bekommen von einem offenbar wild gewordenen Polizisten. Einer lautete auf Widerstand gegen die Staatsgewalt, einer auf Körperverletzung, einer auf schwere Körperverletzung. Wie hat das die Richterin nun beurteilt? Sie hat den Versuch der Körperverletzung hat sie fallen gelassen und hat mich in dem Strafvorwurf der versuchten schweren Körperverletzung, in dem Punkt hat sie mich freigesprochen. Ja. Warum kam es überhaupt zu diesem Punkt des Vorwurfs der schweren Körperverletzung? Weil der Polizeibeamte behauptet hat, dass ich auf ihn zugefahren sei. Sämtliche Widersprüche, die schon in der Gerichtsakte vermerkt waren. Ne? Dabei muss ich noch dazu sagen, ich habe hier Akteneinsicht verlangt und musste nun eben feststellen, dass mir nicht sämtliche Akten aufgrund meines Antrages Akteneinsicht zur Verfügung gestellt wurden, sondern es wurden viele Akten mir nicht zur Verfügung gestellt, die ich nicht einsehen konnte und auch nicht erhalten habe. Das zum einen. Zum anderen ist rundherum dazu zu sagen, dass ich mangels Zeugen, die etwas dazu sagen konnten oder hätten sagen können, dass ich da jetzt ja als freiheitlich denkender Mensch, dass ich hier jetzt ja, an meiner Person ein Exempel statuiert wurde. Zu diesem Ergebnis komme ich insgesamt. Und dass man hier jetzt, obgleich gegensprüchliche Aussagen sind, der angebliche Zeuge, der 6 Stunden später aus dem Ärmel geschüttelt wurde, dieser Zeuge, der hat angeblich gesehen, dass der Polizeibeamte auf die Beifahrerseite auf den Bürgersteig gesprungen sei. Der Polizeibeamte seinerseits behauptet, er sei auf der Straße gestanden. Ne? Und es ist eine Lüge nach der anderen, die sich da anreiht in genau dieses Verfahren. Und ich bin nicht dazu imstande, diese Lügen zu widerlegen, weil hier ein Konstrukt erstellt wurde, ne? Wo man an mir, an meiner Person ursächlich durch den Spaziergang mit dem Licht der Erleuchtung, ne, was Dr. Roman Schreiber wunderschön auch beschrieben hat, dass ich als Initiator dargestellt wurde, dass man von mir verlangt, gegen gültige Gesetze zu verstoßen und ich als rechtschaffender Bürger Gesetze einhalten möchte. Man zwingt mich seitens der Behörden, gegen gültige Gesetze zu verstoßen. Es ist ja heute, ist es ja schon normal, zur Normalität geworden, dass Bürger allerseits die Polizeibeamten als allererstes jeden Tag und immer wieder in der Öffentlichkeit gegen gültige Gesetze verstoßen. Es ist verboten, hier maskiert ein Fahrzeug zu lenken. Ich sehe jeden Tag Polizeibeamte, die mit den Bakterienfetzen, sage ich dazu, die sagen dazu FFP2-Masken, die hinterm Steuer sitzen und ein Fahrzeug bewegen. Es ist ausdrücklich verboten. Es besteht ein Vermummungsverbot in der Öffentlichkeit. Wir werden also dazu auch in den Links, die unter dem Video stehen, auf die Arbeit des Dr. Roman Schneider hinweisen. Und da ist dann alles nachzulesen, was jetzt auch an weiteren Punkten von Ihnen gekommen ist. Übergeblieben ist jetzt eine Verurteilung nach dem Paragraph 269 Widerstand gegen die Staatsgewalt. Richtig. Ich habe angeblich gegen die Widerstand geleistet gegen die Staatsgewalt, obwohl das ja nicht stimmt. Der Polizeibeamte, der hätte mich klipp und klar auffordern müssen, mir sagen müssen, was er eigentlich von mir will und nicht mir hinterherrufen, und wo ist das Attest? Und wenn ich jetzt Bezug nehme auf das Attest, dass ich da auch in meiner Straf
oder in meiner Anzeige schriftlich niedergeschrieben habe, wo ist das Attest, dass ich ihm denn gesagt habe, seit wann braucht man ein Attest, wenn man in die Trafik geht? Ich frage ihn ja auch nicht, wo sein Portemonnaie ist, weil das geht mich nichts an. Wie hat die Richterin nun geurteilt? Ja, ich bin insgesamt verurteilt worden als unbescholtener Bürger, was auch aus den Akten hervorgeht, bin ich verurteilt worden zu 120 Tagessätzen, zu dem allergeringsten Tagessatz von 4 Euro. Bin ich zu 120 Tagessätzen verurteilt worden und wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt zu 4 Monaten Gefängnis auf Bewährung. Das heißt, ein Mann, der für seine Freiheitsrechte kämpft, nichts Schlimmes anstellt, außer sich der Willkür eines Beamten zu widersetzen, wird hier in Kärnten am Landesgericht in Klagenfurt zu 4 Monaten bedingter Haft verurteilt. Wird Sie das jetzt ruhiger machen oder werden Sie weiterhin für Ihre Freiheit und für die Rechte der Kärntner kämpfen? Das oberste Ziel eines freien Bürgers ist, die Freiheit zu bewahren und für die Freiheit auf die Straße zu gehen. Und wer das heute nicht erkannt hat, der braucht sich nicht täglich testen zu lassen. Ich brauche nicht jeden Tag zum Friedhof zu gehen, um zu sehen, ob ich noch am Leben bin. Das stelle ich morgens fest, wenn ich den Fuß aus dem Bett setze, dass ich noch lebe. Was ist Ihre Empfehlung, wenn in Zukunft wieder Demonstrationen stattfinden werden unter dem Titel Licht der Erleuchtung? Werden Sie dann vielleicht auch Ihren Mitstreitern empfehlen, nicht alleine vor Polizisten zu stehen, nicht alleine vor der Exekutive aufzutauchen, um nicht auch der gleichen Gefahr ausgesetzt zu sein, nämlich willkürlich und vielleicht sogar mit Konstrukten, wie Sie sagen, belastet zu werden? Das ist das Ergebnis in der heutigen Zeit, wie sagt man so schön, die neue Normalität. Nicht? Das Ergebnis, trau, schau, wem. Man kann dem Gegenüber und vor allen Dingen der Staatsgewalt heute nicht mehr vertrauen. Früher hieß es, die Polizei, dein Freund und Helfer. Heute ist es genau ins Gegenteil verkehrt. Der Polizeibeamte ist nicht mehr dein Freund und Helfer, sondern er ist willhäriger Gehilfe der Regierung. Und ist einfach nur darauf aus, den Bürger zu diskriminieren und mit Verwaltungsstrafen zu belegen und Staatshaushalt. Und wie es aussieht, ist die Richterin Ute Lambauer auf der Seite des Polizisten gestanden, hat ihm mehr Vertrauen geschenkt als Ihnen, der eben für die Freiheit am Spitaler Hauptplatz demonstriert hat. Die Richterin, Frau Lambauer, die hat die Fakten außer Acht gelassen. Und die Fakten sind die Zeugenaussagen, die schriftlich niedergehalten sind. Und diese Fakten hat sie außer Acht gelassen. Nicht? Und hat nun in der Urteilsbegründung, hat sie das auch noch begründet, dass die Widersprüche von vorne, von der Seite, im Rückspiegel, sie hat das alles mit einem Wisch, hat sie das außen vor gelassen und es galt nur der Zielsatz, nämlich an mir, an meiner Person ein Exempel zu statuieren. So empfinde ich das Urteil. Ich sehe den Herrn Kessler ungebrochen und wir danken sehr für diese Informationen und wir geben von unserer Seite aus viel Mut mit für die nächsten Veranstaltungen und wir sehen uns dann im Spital wieder bei den Demonstrationen. Licht für die Erleuchtung. Alles Gute, Herr Kessler. Wenn ich ja erst 70 Jahre alt bin, so ist mein Freiheitswille ungebrochen und wenn ich den Freiheitswillen, den ich offen bekunde, wenn ich den als Maßstab nehme, dann müsste ich ja 120 Jahre alt werden. Das wünschen wir uns. Alles Gute.